Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir befinden uns immer noch auf der Insel Cordona oder so heißt sie. Ach, das kann ich mir nicht merken. Doch, Cordona. Und haben die ersten, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 4 Fälle möglicherweise aufgelöst hier auf der Insel. Beziehungsweise gelöst und den einen oder anderen hinter Schloss und Riegel gebracht. Gibt ja hier diese kleinen Nebenrätsel, die man zu lösen hat, beziehungsweise die man lösen kann. Und das letzte Rätsel ist hier westlich an einer Waldruine vom Friedhof. Und da geht es letztendlich darum, gucken wir nochmal rein, hier in die Fallmappe. Der Bericht 1813, dass drei Damen, die sich verschiedene Herren gefügig machen wollen durch Hokuspokus-Rituale und Opfergaben quasi attraktiver sein wollen und die Männlichkeit sozusagen an sich binden wollen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, würde mich interessieren, wie die aussehen, dass die das nötig haben. Und ja, die haben eines Nachts sich an dieser Waldruine getroffen, im Kreis getanzt und dann einen Ziegenbock, der vorher gestohlen wurde, geklaut. Der vorher geklaut wurde, haben sie geschlachtet, so ist es richtig. Und ja, die hatten Roben an und waren mit Tiermasken unter anderem verkleidet. Und ein Priester war im Wald und hat sich da im Gebüsch versteckt und wollte ihre Seelen retten. Und jetzt war er auch betrunken, als er festgenommen wurde, genau wie die anderen drei Damen, weil sie gesagt haben, also sagen die Damen zumindest, dass es natürlich notwendig ist, bei dem Ritual an die Göttin des Weines und Frohgesanges und wie auch immer, dass man da betrunken sein muss. Und er war noch komplett nüchtern und deswegen kann er sich an nichts erinnern, sagt aber, dass er als Priester ja, dafür sorgen wollte, das Seelenheil der Damen zu retten. Einer der Damen allerdings sagt, er hätte den Ziegenbock mitgebracht. Und ja, jetzt gilt es, das Ganze herauszufinden. Wir haben eine Frau in grüner Ochsenmaske, in roter Löwenmaske und wir haben die schwarze Vogelmaske plus den Priester. Und hier leuchtet auch noch irgendwas rot. Gut. Da schauen wir uns jetzt um. Hinweis anheften, immer ganz wichtig. Sonst funktioniert es im Zweifel nicht. Und dann gehen wir mal zum Onkel Polizisten. Okay, also er hofft, dass wir nicht vorher gegessen haben und dass dieser Tatort böse aussieht. Also Hinweis Nummer 1. Hufabdrücke und tiefe Kratzer. Hier haben wir eine zerbrochene Weinampore. Und da gucken wir gleich nochmal rein. Eine Dame, ich meine die hier, sagte, dass wegen dem Ziegenbock ist mir eine Amphore mit sehr teurem Wein zerbrochen. Stimmt, hatte er Tollwut. Und sie hat einen großen Bluterguss. Also lässt es sich im Zweifel schon mal festhalten, dass die Dame mit der Löwenmaske, die war, die den Ziegenbock in der Nähe hatte. Sagen wir es mal so. Aber Ziegenbock plus Weinampore ist natürlich auch schon mal sportlich. Na komm. Wow, Dark Magic. Ja, einen klugen Spruch hat er doch immer auf Lager. Jetzt gucken wir mal. Das war Hinweis Nummer 2. Wo ist Hinweis Nummer 3? Da ist auf jeden Fall die 4. Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Umgedrehter Stein. Someone stumbled on a stone and fell to the ground. Multiple bare footprints. I should examine them more closely. So, was ist mit diesen Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Ja, okay, vielleicht war es das wohl schon. Und hier haben wir die Nummer 5. Das könnte das Gebüsch sein, in dem der Priester sich versteckt hat.
priest said that he came here to stop the ritual. Did you really, Father? So, es fehlt mir noch Spur Nummer 3. Da hinten ist Nummer 6, hier ist Nummer 3. The rope is soaked with wine. Jo, da ist noch eine Amphore. 3, 4, 5, dann haben wir hier die 6. Und das könnte der arme Ziegenbock sein. Oh ja, da gucken wir mal rum. Da liegt er, da ein bisschen aufgeschnitten, hinten an den Läufen ein bisschen und dann die Gedärme einmal komplett rausgeholt. Wie man. So, das heißt, wir haben alle Hinweise, die wir brauchten, bereits gefunden. Und dann geht es jetzt da über, dass wir den Fall lösen. So, also. Fangen wir mal hier an. Sehen wir denn die Frau? Wir wollen die Löwenmaske sozusagen, ne? Ich kann es nicht genau erkennen. Da sehe ich ein paar Zähne. Wir haben Ochse, Löwe und Vogel. Also wird das hier die Löwenmaske sein. Wir gucken uns die andere Maske nochmal eben an. Das ist der Ochse. Jetzt dürfte der Vogel kommen. Genau. Und wir haben... Ach, und der Priester. Nicht zu vergessen, ja. Gut, also, da haben wir den Löwen. Schauen wir nochmal rein. Die Frau in roter Löwenmaske, seitlich mit großem Bluterguss, Ziegenbock, Amphore mit Wein, zerbrochen, bestimmt, Tollwut, bla, Vogel hätte besser einen anderen Bock gestohlen und nicht dieses verrückte Tier. Könnte also auch bedeuten, dass das hier der Vogel war, tatsächlich in der ersten Phase, und dass der zerbrochene Wein in der nächsten Phase kommt. Machen wir mal den Vogel hier hin. Jo. So. Dann hätten wir hier in jedem Fall die Dame mit der Maske. Und zwar der Löwenmaske. Das ist korrekt. So, dann haben wir hier hinten den Priester im Gebüsch. Okay, da muss ich nochmal reinschauen. Was haben die ausgesagt? Verlorene Seelen zu retten. Tanzen, natürlich nur um Mut zu fassen. Eine Ziege sah ich allerdings nicht. Dann stolperte eine der Frauen, woraufhin es Geräusche gab und wurde. Diejenige der Frauen, die gestolpert war, fesselte mich. Und die Frau mit der Löwenmaske zwang mich, Wein zu trinken. Ich weiß nicht, wozu meine dritte Frau war. Also, die, die gestolpert war. Stehen können, damit tanzen. Also, die mit der Ochsenmaske ist gestolpert, weil sie sich beim Tanzen den Knöchel verstaucht hat. Der Priester war es, der uns den Ziegenbock brachte. Das ist natürlich eine Lüge. Er mag zwar das Unschuldslamm, aber ihm ging es eindeutig darum, einen Grund zu haben, an unseren Bacchanalien teilzunehmen. Also, Ochsenmaske gestürzt. Priester sagte... Entdeckte diejenige der Frauen, die gestolpert war, fesselte mich. Da haben wir jetzt festgestellt, dass es die mit der Ochsenmaske und die mit der Löwenmaske gab ihm was Alkoholisches. So, und die hier mit der Vogelmaske sagte, es war der Priester, ich forderte die anderen auf, ihn betrunken zu machen. Überleidung von Gottes und dem Ritual nüchtern beizubringen. Und so war es die gottgegebene Pflicht der Löwen, ihn zur Ruine zu bringen. Okay, die sagt, es war die Löwen, die ihn zur Ruine gebracht hat. Dafür würde auch der Bluterguss an der Seite sprechen. Ja. Also, wir haben hier die Löwen und Vogel, die ihn holen. Und die mit der Ochsenmaske
Die mit der Ochsenmaske war diejenige, die ihn gefesselt hat, so sagte er. Gehen wir mal ganz kurz hier rüber, weil ich wissen möchte, was hier gefordert ist. Achso, Ochsenmaske, die ist gestolpert. Ja, das haben wir gesehen. Und die haben hier vorne getanzt. Also ist das korrekt. Wahrscheinlich können wir jetzt noch den Vogel dahin packen. Das macht aber weniger Sinn. Das hier ist die Dame mit dem... Jo. Ochsenmaske. Jo, das ist korrekt. So, und die mit der Ochsenmaske, sagt der Priester zumindest. Diejenige der Frauen, die gestolpert war, fesselte mich. Und die Frau mit der Löwenmaske zwang mich, Wein zu trinken. Okay. Also könnte... Doch, so ist es... Nee, dann müsste es doch... So sein, dass Löwenmaske hinten steht und sagt, du trinkst Wein und der Rest fesselt. Die einzige Frage ist tatsächlich, wer brachte jetzt den Ziegenbock hierher? Haben wir da hinten noch was? Ja, da hinten haben wir auch noch was. Ah, hier ist das Fesseln. Das war die mit der Ochsenmaske. Oder ist hier der Punkt gemeint mit dem Wein trinken? Ne, da sehen wir es ja. Löwenmaske, Wein trinken. Ochsenmaske, Fesseln. Gucken wir beim Priester nochmal rein. Wo die dritte war, wusste er nicht, ne? Löwenmaske, Wein trinken. Andere Frau fesseln. So, und jetzt müssen wir noch gucken, was bei der anderen Geschichte rausgekommen ist. Als wir tanzten, bemerkten wir, dass uns jemand im Gebüsch beobachtet. Es war der Priester. Ich forderte die anderen auf, ihn betrunken zu machen. Das ist eine Beleidigung für den Gott des Rausches gewesen wäre. Das ist also die Vogelmaske, die hinten stehen muss, hier in dem Moment. Weil sie dahinter steht und sagt, ja, yeah, los. Gut was. Jo. So müsste es jetzt passen. Haben wir denn da hinten noch etwas, was irgendwie weiter bearbeitet werden müsste? Na, da ist alles safe soweit. Damit sind wir durch. Gut, das Einzige, was jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, wer hat den blöden Bock hierher gebracht? Und da müssen wir nochmal reingucken. Also derzeit haben wir ausgewählt den Vogel. Und in der Aussage selber stand, bla bla bla, Ziegenbock gestohlen, Waldrinne, na, na, na. War zu dem... schon fort, kann er den Ferne kennen, dass der Dieb eine Maske trug. Ja gut, also steht nicht da welcher. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die beiden Frauen, die eine fesselt, die andere macht ihn betrunken, der Bock möglicherweise noch nicht da gewesen ist. Und die dritte Frau, die mit dem Vogel, dürfte es dann sein. Guck ich gleich nochmal. Die gestolpert war, fesselte ihn. Das war die mit der Ochsenmaske. Und die mit dem Löwen, also Vogelmaske, da weiß er nicht, wo die dritte Frau war. Genau, aber als letztendlich die, als sie von ihm abließen, war plötzlich der Ziegenbock da. Deutet also darauf hin, dass die dritte Frau Zeit hatte, um den Bock zu holen. Wo auch immer er vorher war. Humpelte. So, dann hätte er nicht stehlen können, da ich mir beim Tanzen den Knöchel verstaucht habe. Ja, okay. Andererseits, wenn die da schon am Feiern waren, macht es ja auch wenig Sinn, dann den Bock erst dann zu klauen, ne?
So, warum sollte der Priester den Ziegenbock bringen, damit er mitmachen kann? Glaube ich nicht. Die Frau in Rodolin sah den großen Bluterguss. Wegen des Ziegenbocks ist mir eine Amphore mit sehr teurem Wein. Okay. Weil sie... Das ist der zweite Schritt sozusagen, weil er ihr in die Seite gesprungen ist und deswegen hat sie den Bluterguss. Sie hat genug Liebhaber. So, die mit der Vogelmaske will davon ablenken, dass sie den Bock geholt hat. Also, ich bleibe dabei, es ist die Frau mit der Vogelmaske hier vorne, die den Bock geklaut hat, weil sie Zeit dafür hatte. Und warum sonst sollte, also, weil sie kann ja nicht beides zusammentragen. Ne? Also sie wird dann das Ding geholt haben, dann wird er gesagt haben, jetzt hau ich dir eine rein. Und dann hat sie die Empore fallen lassen und ja, so ist es gekommen. Ja, meine Lieben, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr zu dem gleichen Schluss kommt an dieser Stelle oder ob ihr sagt, nope. Wieso sind wir eigentlich John? Sind wir immer John, der herumläuft? Merkwürdig, muss ich mal drauf achten. Also, jetzt laufen wir gerade als der imaginäre Freund herum. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr hier zu den gleichen Schlüssen kommt wie ich. So, dann 3, 2, 1. So, we have three lusty women engaged in a ritual. They're drinking and dancing when suddenly they hear a noise from the bushes. Their ritual seems to be working. There's a man, they can get drunk already. While two of them are busy with the priest, the third one leaves. She is the one who stole the goat and brought it to the ritual. The poor animal smells trouble and charges at the drunken woman with the amphora. Still, he couldn't break free and at the end was brutally torn apart and eaten alive. Well, they attracted the attention of men, the police at least. Okay, also. Dann haben wir auch diesen Fall ordnungsgemäß gelöst. Zumindest scheint es so. Keine falschen Hinweise oder sonstiges. Gehe also davon aus, dass das dementsprechend passt. Gut. Prima. Haben wir... Können wir das hier entfernen. Und dann würde ich sagen, springen wir zurück zum Polizeirevier. Und werden dort den letzten Fall, der am schwarzen Brett hing, als gemeldet melden. Als gelöst melden, so ist richtig. Beim Empfangsportier der Polizei. I have great news. Our recent accomplishments have earned me a promotion. Sergeant Stark. It has a nice ring to it, hasn't it? Ja, super. What do you mean, our accomplishments? Of all the nerve, I don't recall you doing very much. I solved all the cases. Come, come, Mr. Holmes. I didn't mean to belittle your contribution. After all, legwork is just as important as paperwork. And what about the brainwork? Also very important. Don't get me wrong. Your assistance was most valuable. Anyway, I'll be moving back to the office space. My days at this blasted desk are almost over. I won't be scapegoated now. Good for you, I suppose. Speaking of scapegoats, I've solved the last case on the board. The goat was stolen by the lady in the blackbird mask. As if that makes any difference, judging by the atrocity I witnessed at the crime scene. Yes, I heard about that one. The things women get up to these days. Ugh. Well, I'm glad to have been of service. Now I have other matters to attend to. Mr. Holmes, if I may be so bold as to make one last request. Do you remember that I told you that our chief inspector has been missing for a few months now? My current task is to establish his fate. I've tried to make sense of his last case, but it's a convoluted mess. I would really appreciate your help. Ja, ich könnte jetzt patzig sein, warum legen Sie das nicht selbst? Dann wird er wieder zugeben, ja, weil ich es nicht kann. Fine, you have me intrigued. Thank you awfully, Mr. Holmes. Tell me everything you know. Well, I don't know much. Just that it's connected to a gang called the Hive.
Placido has been after their leader, the Hive Master, for years. But otherwise, I can't make head nor tail of it. Here, take the key to Placido's office. You might find some leads in there. So is it Chief Inspector Placido who has vanished? From what I've gathered, he was a good detective. Ain't that the truth? He was solving cases like shelling peas. Without him, things have gone downhill. He was a crotchety sort, always grumbling, fussing, taking his snuff by the handful, but I, for one, miss the old boy. Very well. I'll see what I can find out. One thing is certain. It's a dangerous business. Be careful, Mr. Holmes. Okay, prima. Jetzt sollen wir uns also um den neuen Fall Honigstachel oder auch der Bienenstock, The Hive, die Gang kümmern, die sehr gefährlich ist, auf der Suche nach unserem hier auf Cordona ansässigen Polizeichef. Eigentlich würde ich auch ganz gerne hier noch ein Stückchen vorankommen. Bevor wir uns um den Honigstachel kümmern. Gut, zumindest haben wir den Schlüssel hier. Ich denke, wir werden auch hin und her switchen können, oder? Familie Moore verschwunden. Im letzten Fall noch mit dem Bienenmeister zu tun haben. Hätte ich vielleicht Informationen zu dem Fall. Ja. Okay, wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir uns das auch an. Endlich mal das Büro eines Chief Inspectors sehen. Aha. Ja, ich dachte gerade, wer liegt da? Es ist nur mein guter alter Kumpel John. I can almost picture you as an inspector, Sherlock. You'd lie on his sofa all day and still solve more cases than the rest of the police. Möglich. Haben wir hier irgendwas? Aha, die Pistole fehlt. This must have been an award for long and faithful service. Ist das eine Brieftasche? Box of snuff. Ah, Schnupptabak. Und da hinten. Polizeieinsatz gegen die Bande der Bienenstock. Ist der Bienenmeister tot? Für Inspektor Luciano J. Placido endet die Nacht des 13. Mai mit den Schüssen. Mit Schüssen einer Feuersbrunst, toten Kollegen und der Ernennung zum Helden. Nach jahrelangen Ermittlungen leitete Inspektor Placido einen Polizeieinsatz, um dem berüchtigten Bienenmeister und seinem Verbrechersyndikat, dem sogenannten Bienenstock, das Handwerk zu legen. Das klingt im Deutschen immer so dumm, ne? Aber gut, im Englischen ist es ja auch nicht anders gemeint. Die größte der Lagerhallen oder Bienenhöfe im Besitz der Bande befand sich im Miners End und wurde gestürmt. Obwohl die Polizeioperation von langer Hand geplant war, stießen die Beamten auf starke Gegenwehr und waren zahlenmäßig unterlegen. Die Bande steckte die Lagerhallen in Brand, griff die Beamten aus dem Hinterhalt an und verwickelte sie so in eine Schießerei. Mehrere Quellen bestätigten uns, dass es Inspektor Placido gelungen war, den Bienenmeister in die Enge zu treiben, woraufhin dieser beim Versuch, aus der brennenden Lagerhalle zu fliehen, ums Leben kam. Ist das wirklich so? Mal gucken. Placido wurde nach der Operation zum Chief Inspector befördert. Wir gratulieren dem Helden und stecken bereits in den Vorbereitungen für ein Exklusivinterview mit dem Gouverneur, das auch eine offizielle Stellungnahme zum Polizeisender enthalten wird. Achso, das Interview. Das haben wir gelöst. Was haben wir hier? Klamotten. Da ist noch eine Karte. Ein paar Bücher auf dem Boden. Schublade, die offen ist. Hive Master. Hat ein eigenes Schublädchen. Hive Master. Crime Lords just love catchy monikers. The files are gone, that's odd. That's odd. Okay. So viel also dazu.
Mitteilung des Chief Constables. Wir haben das bereits besprochen und Sie wissen ganz genau, dass ich nicht einwilligen kann. Sie sind hier im Kommissariat unverzichtbar, Placido. Tut mir leid, aber eine Pensionierung kommt nicht in Frage. Wir brauchen Sie jetzt mehr denn je. Diese Stadt braucht Sie, das muss Ihnen noch klar sein. Chief Constable Donovan. Gut, also Chief Constable scheint höher rangig zu sein als der Police Chief. Gut, da kommen wir nicht rum. Ja, das hat man schon. Gibt es denn hier noch was auf dem Schreibtisch, was von Interesse wäre? Vielleicht hier an der Wand. Ich würde jetzt alles durchsuchen, ne? Vielleicht auch den Safe nochmal angucken. I can almost picture you as an inspector, Sherlock. You'd lie on his sofa all day and still solve more cases than arrested the police. So, also da haben wir schon reingeguckt. Da haben wir reingeguckt. Da haben wir alles genommen. Könnte also sein, dass wir mit dem Ding hier durch sind. Ah. Natürlich müssen wir das anheften. Was haben wir hier? Handelt sich da um grob geriebenen dunklen Tabak mit recht markantem Aroma. Können wir das analysieren? Nee. Und hier haben wir, belegt eine, aber zu helfen, auch noch was mit Chief, sein Verschwinden vor mehreren Monaten könnte etwas mit seinem letzten Fall, an einem Bienenmeister zu tun gehabt haben. So, und dann haben wir das hier noch. Genau. So. Ah, und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzugucken. Fingerabdrücke, loser Rahmen. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter möglicherweise etwas ist. Forschungsberichte und Abenteuerromane, Bücherstapel. Kein Bezug zum Bienenmeister. Da haben wir den Safe. Neuer Tresor, wurde nicht benutzt. Wurde seit Jahren nicht geöffnet. Ja, das kenne ich von meinen Akten. Teilweise war das auch so. Aha, wer hätte das gedacht, dass dahinter noch was liegt? Sieht aus wie ein abgeschnittenes Ohr. Now that is odd, to say the least. Notizen über den Bienenmeister. Hierbei scheint es sich um Chief Inspector Placidus Notizen über den Bienenmeister zu handeln. Auf der letzten Seite steht Haley Onick. In Archivaufzeichnung des Rathaus steht Miners End 1877. Gut, also müssen wir schon mal ins Rathaus Archivaufzeichnung. Dasselbe Jahr und dasselbe Viertel wie bei der Schießerei. War er die ganze Zeit direkt vor meiner Nase? Und da sind die Akten. Zeitungsartikel über den Bienenstock. Eine chronologisch geordnete Sammlung von Zeitungsartikeln aus der regionalen und nationalen Presse. In allen Artikeln werden der Bienenstock und der Bienenmeister erwähnt. Chief Inspector Placido sammelte jahrelang Informationen über diese kriminelle Gruppierung. Mai 1875 exklusiv. Neues Verbrechersyndikat setzt sich auf Cordona fest. Januar 76 Verrat. Unter dem Namen der Bienenstock operierende Waffenschmuggler belief von irische Nationalisten. Oktober 76. Der mysteriöse Bienenmeister. Alles, was wir über den führenden Kopf von Cordonas Unterwelt wissen. 78. Korruption bei der Polizei. Ein Officer packt aus. 78. Im Juni. Pressefreiheit mit den Füßen getreten. Redaktionsgebäude einer unabhängigen Zeitung von der Polizei gestürmt. Boah, die wollten bestimmt wissen, wer geplaudert hat. Februar. Februar 1879. Der Bienenstock sticht wieder zu. 5 Tote, 10 Verletzte. April 79, ehemaliger Journalist des Cordona Chronicles vermisst. Wir lassen uns nicht untot machen, so der Herausgeber. Dezember 79, Anschuldigung hinsichtlich Polizeikorruption fallen gelassen. Let's take the air, Sherry. It'll bring us luck. You'll see. Good Lord, you can't be serious.
Good Lord, you can't be serious. So, also, Johns Tagebuch, da finden wir da auch wieder was. Vampirjagd, den mit zwei Grabräubern und einem mordenden Journalisten zu tun. Wie enttäuschend. Die arme Ziege. Ach, die arme Ziege. Schon wieder Ziegel gelesen. Ich brauche echt eine Brille. Die Frauen hatten den Priester doch schon im Sack. Also warum dieses furchtbare Tieropfer? Genau, als hätten die den Priester jetzt noch vernaschen wollen, die Frauen. So, Dokumente haben wir also abgelegt bei John. So, was haben wir hier? Das war der Zeitungsartikel. Hier müssen wir ins Rathausarchiv. Und das hier. Ach, das ist wieder eine Wette. Tja, wer weiß. Nice. Always play it by ear, pal. Honigstachel. Ja, ich habe das Ohr mal mitgenommen. Warum denn auch nicht? Prima. Und nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich ganz gerne erst einmal die Mutterliebe weiter fortsetzen. Und ja, da müssen wir doch hier noch irgendetwas finden können. Ne? Ja, aber... Also das ist ja die Hauptgeschichte. Ne? Meine Geschichte dürfte die Hauptgeschichte sein, wobei der Honigstachel natürlich auch interessant ist als Bosskampf. Wer weiß. Ich möchte aber auch noch nicht zu weit tatsächlich voranschreiten in der Geschichte. Nicht, dass wir jetzt hier doch die Hauptgeschichte mit verlassen, aber es dürfte nur eine Nebengeschichte sein. So, meine Lieben, und mit dem Verlassen des Polizeigebäudes endet auch diese Folge, denn ja, wir sind schon wieder leider Gottes 30 Minuten rum und wir haben zumindest den Fall um das Ritual, den ermordeten Ziegenbock und den gestohlenen Ziegenbock gelöst. Drei Damen beschuldigt und eine zumindest des Diebstahls überführen können. Und jetzt bin ich gespannt, wie das hier mit dem Fall weitergeht. Wobei ich mich, glaube ich, demnächst erst einmal nochmal umschauen werde. Und zwar bei unserer alten Unterkunft, unserem alten Zuhause Stonewood Manor. Ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Bitte einfach nicht vergessen, wenn ihr Bock drauf habt, dann drückt einmal kurz drauf. Das hilft mir natürlich, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Ne? Würde mich freuen. Also, über eure Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Solltet ihr noch kein Abo haben, dann macht doch bitte auch den Klick noch. Subscribe, macht die Glocke an, dann kriegt ihr immer mit, wenn ein Video hochgeladen wird. Ja, und dann bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.